Ey Leute, ihr glaubt nicht, wie lange ich auf dieses scheiß Paket gewartet habe. Storytime. Ich habe mir bei Amazon, also ich wollte für ein HelloFresh-Rezept, brauchte ich so eine Reibe. Ich zeige euch gleich, halt einfach so eine ganz normale mit diesen vier verschiedenen Seiten. Für so Zucchini-Puffer. Und ich habe vor 2 Monaten ist es, glaube ich, mittlerweile schon her, habe ich mir diese Käsereibe bestellt bei Amazon. Ich glaube für 9 Euro. Und da stand auch, der Versand dauert einen Monat. Und ich war so, ja, okay, whatever, ne? Warte ich halt drauf, mache ich das Rezept halt erstmal ohne Reibe, weil ich wollte halt gerne genau die, weil sie ist Gold. Dann ist diese Reibe beim Zoll in China, weil die kommt aus dem Ausland. Ja, anscheinend irgendwie stecken geblieben. Haben die mir dann mitgeteilt, nachdem ich sie darauf angeschrieben habe, hey, Leute, wo bleibt meine Reibe? Und dann meinten die halt, okay, sollen wir dir die nochmal senden oder willst du das Geld zurück? Ich meinte, nein, ich möchte jetzt meine verdammte Reibe. Ich habe so lange auf diese Reibe gewartet. Ich habe jetzt sogar gestern wieder ein Rezept gemacht und da hätte ich die auch für gebraucht. Und stattdessen habe ich eine Zucchini mit meiner Mini-Reibe, die ich euch in dem letzten, also ich glaube vor 2 Wochen vielleicht habe ich euch die gezeigt, habe ich mir so eine Mini-Reibe geholt und damit habe ich eine ganze Zucchini gerieben. Leute, das hat so lange gedauert. Also, nach 2 Monaten ist sie endlich da. Meine goldene Reibe für 9 Euro. Hat sich das Warten gelohnt? Ich würde sagen, ja. Ich finde die super. Vor allem für 9 Euro. Ne? Gutes Schnäppchen. Ja, die kommt ja aus dem Ausland. Das heißt, ihr könnt die wahrscheinlich für den Preis irgendwie bei Wish oder so genauso bestellen. Das war halt nur zufällig, dass ich auf Amazon war. Ich war so 9 Euro. Let's go. Gold und 9 Euro. Wollte ich euch nur schnell zeigen. Ich habe jetzt actually Vorlesung. Ich wünsche euch einen schönen guten Morgen. Ich habe vor 2 Tagen Selbstbräuner drauf gemacht. Dementsprechend matcht mein Gesicht nicht zu meinen Händen. Braucht ihr euch nicht zu überwundern. Ja. Ich habe gestern so richtig schön so einen Abschalttag gebraucht. Ich habe das echt mal gebraucht, einen Tag lang weder was für die Uni zu machen. Ich habe nichts für die Uni gemacht, ich war nicht arbeiten und ich habe auch nichts für YouTube und Instagram gemacht. Ich habe wirklich mal einen Tag für mich gebraucht. Und jetzt muss ich hier voller Energie in die Uni-Sachen starten. Die Hausarbeitsabgaben kommen immer näher. Und ich bin immer noch. Ich bin so weit hinten. Ich weiß nicht, wie es bei anderen aussieht, aber langsam wird es stressig und ich muss mich da wirklich mal dran halten. Aber vor allem muss ich heute erstmal eine Aufgabe für ein Fach machen. Dann ist dieses Fach aber auch fertig. Das ist mega. Wir haben immer so über das Semester Aufgaben gemacht. Das heißt, ein Fach ist schon mal weg. Ein anderes Fach habe ich auch schon fertig. Das heißt, es sind dann jetzt noch 3 Fächer, 2 Hausarbeiten und eine Klausur. Genau, ich habe ein paar Dinge, die ich unbedingt heute erledigen muss. Das werde ich jetzt natürlich zuerst machen. Und dann möchte ich wenigstens so 2, 3 Seiten für die Hausarbeit schreiben. Also für eine. Das ist nämlich pro Hausarbeit sind es ungefähr 10 Seiten. Und wenn ich da dann schon mal von dem einen Fach so ungefähr die Hälfte gemacht habe, eine Seite habe ich schon, dann ist das schon mal ein bisschen Last von meinen Schultern. Morgen muss ich auch nicht arbeiten. Das heißt, morgen kann ich auch mich abends nochmal schön an die Hausarbeit setzen, werde so viel schaffen wie möglich. Am besten wäre es natürlich, die Hausarbeiten fertig zu haben und dann kann man richtig gut auf die Klausur hin lernen. Aber Leute, ich weiß nicht, ob ich das noch schaffe. Ich habe auf jeden Fall ab nächster Woche schon keine Vorlesungen mehr. Also am 11.06. ist meine letzte Vorlesung. Dann bin ich schon mal mit den Vorlesungen durch, dann habe ich ja auch wieder mehr Zeit für die Hausarbeit und so weiter. Und Leute, ich habe dann auch schon Geburtstag. Meine Eltern werden diesen Monat nochmal vorbeikommen. Es hat aber eigentlich nicht so viel mit meinem Geburtstag zu tun, aber trotzdem. Wir wollten noch eure Paletten holen für meinen Balkon. Und eure Paletten sind halt einfach zu groß für mein Auto. Deswegen werden meine Eltern kommen. Wir werden vielleicht hier noch eine Wand streichen.
Ich habe mir überlegt, im Wohnzimmer eine Wand beige zu streichen, wird wirklich hier was ausmachen an der Wand vom Sofa. Ich glaube, das wäre eine gute Idee, so in der Farbe von den Gardinen. Vielleicht einen ganz kleinen Tacken heller. Das werde ich euch natürlich auch alles zeigen. Genau, und dann holen wir am selben Tag noch die Europaletten für meinen Balkon. Dann kann ich mich nämlich schön, wenn gutes Wetter ist. Heute ist es jetzt wieder so extrem dunkel und regnerisch. Also ist ja irgendwie immer, ne? Man hat schönes Wetter, dann ist es wieder extrem stürmisch, regnerisch und so weiter. Aber dann habe ich halt was, dass ich mich da schön wirklich aufs Sofa legen kann. Nur mit einem Drink. Genau. Und ich lenke mich jetzt nicht weiter ab und mache die Uni-Aufgabe, die ich jetzt heute unbedingt erledigen muss. Oh mein Gott, Leute, nach 6 Monaten, ich habe diese Schuhe nämlich zu Weihnachten bekommen, kann ich sie endlich ins Fitnessstudio ausführen. Das ist mein Fitness-Outfit, ein schlichtes Puma-Shirt mit einer Nike-Jacke und Adidas-Schuhen. Ich habe hier alle Marken vertreten. Die Leggings ist von Under Armour, die sitzt wirklich echt sehr, sehr schön. Und das ist mein Gym-Look. Oh mein Gott, Leute, ich habe so heftige Muskelkater. Im Oberkörper nicht so sehr, im Rücken ein bisschen und vor allem in den Oberschenkeln. Also, jetzt kann ich also wieder 2 Tage lang nicht ins Fitnessstudio gehen, weil ich so heftige Muskelkater habe. Ja, ich habe jetzt gleich Vorlesung. Heute bis ca. 15 Uhr. Ich versuche die ganze Zeit meinen Arzt zu erreichen, weil ich halt einen Termin machen muss wegen meinen Akne-Tabletten. Aber irgendwie erreiche ich niemanden. Ich habe das jetzt echt seit Monaten, dass ich meinen Hausarzt einfach nicht erreichen kann, weil der anscheinend so viele Anrufe bekommt, auch wegen den Impfungen und so weiter. Das nervt mich echt ein bisschen, weil, ja, ich werde jetzt den ganzen Tag so, also wenn es sein muss, die nächsten Tage so oft anrufen, bis halt hier irgendwann jemand dran geht. Ja, ist echt ein bisschen nervig, aber. Leute, ich habe eben ein Paket bekommen von Chiquelle. Ich habe die Teile zugeschickt bekommen, also dieses Video ist in Zusammenarbeit mit Chiquelle. Ich durfte mir einige Teile aussuchen, die ich euch jetzt gleich auch direkt mal getragen zeigen werde. Aber bevor ich euch die Teile zeige, bekommt ihr von mir auch einen 20% Code. Der ist gültig auf alles von Chiquelle, außer auf Sale-Artikel und auf Beauty-Artikel. Ich verlinke euch nochmal den Code ILONA20 in der Infobox und auch nochmal die Bedingungen. Der ist ab heute 5 Tage gültig. Und ich werde euch auch alle Teile, die ich euch jetzt zeige, auch nochmal in der Infobox verlinken. So, das erste Kleid aus dem Paket. Und ich bin einfach so begeistert von dem Fit. Seht ihr, wie süß das geschnitten ist? Richtig schön eng an der Taille und schwingt dann halt so ein bisschen aus. Das ist einfach sehr, sehr vorteilhaft für meine Figur, weil ich halt an den richtigen Stellen betont werde. An den Ärmeln hier so ein paar süße Rüschen und einfach ein richtig schönes Kleid für den Sommer. Kann ich mir richtig schön vorstellen. Einfach mit, ja, mit Air Force dazu, ein bisschen mit goldenem Schmuck. So, dann haben wir das Cherry Bomb Dress und ich muss sagen, das ist schon so ein bisschen out of my comfort zone, einfach weil das halt eben ein Bodycon ist. Aber das Besondere an dem ist hier, halt einfach sind hier diese Schlitze an den Seiten und seht ihr, was für eine nice Figur das von vorne macht? Ist halt so eine optische Illusion, als wäre meine Taille so schmal. Ich will auch mal ein bisschen aus meiner Comfortzone kommen und einfach mal Bodycons tragen, weil auch wenn du eine Plauze hast, darfst du ein Bodycon-Kleid tragen und es sieht trotzdem Bombe aus. Dann habe ich hier dieses Kombi-Outfit, einmal aus diesem schwarzen Satinrock und dem Oberteil hier. Das ist halt eben sehr süß mit ganz vielen Rüschen. Es ist leider für meine Brust ein bisschen zu klein geraten. Also das kann man wirklich nur tragen mit etwas, was sehr, sehr high-waisted geschnitten ist. Und das kann man auch im Sommer richtig schön zum Beispiel auch mit Weiß kombinieren. Ich habe gedacht, vielleicht so ein lockerer weißer Rock für den Strand wäre auch ein richtig schönes Strandoutfit. Und der Rock ist halt auch, ne, ist halt ein schlichter Satinrock. Den kannst du auch im Herbst, dadurch, dass er so kurz ist, kann man den im Herbst zum Beispiel dann wunderbar mit einer Strumpfhose kombinieren. Und dann hat man eben auch nicht die Angst, dass da der Popo rausfällt, weil man ja dann eine Strumpfhose drunter hat.
Und das letzte Teil ist dann hier nochmal ein richtig schönes beiges Kleid. Das ist halt so ein Hemdkleid, was man hier an der Taille eng schnüren kann. Alternativ kann man auch das Band abnehmen und selber einen Gürtel dran machen. Das ist auf jeden Fall ein Kleid, was ich mir sehr schön im Sommer vorstellen kann. Egal ob im Alltag oder halt zum Strand ist das, finde ich, ein richtig schönes Kleid. Ist auch in so einem schönen Beige und ich mag die Farben total halt jetzt zu meiner braunen Haarfarbe. Hier auch wieder weiße Sneaker dazu und goldenen Schmuck. Alle Teile, die ich euch gerade gezeigt habe, sind in der Infobox verlinkt. Und ich schreibe euch auch dazu, welche Größe ich darin trage. Und vergesst nicht, meinen Code ILONA20 zu verwenden, um 20% bei Chicel zu sparen. Alter Leute, ne, diese Muskelkater ist echt nicht mehr lustig. Einmal nochmal zeigen, wie ich doch schöner sehe. Nein, Spaß, ich sehe immer schön aus. Ich habe heute den neuen Wochenblock fertig geschnitten. Der hat aber den ganzen Tag geladen. Das heißt, ich lade ihn dann morgen gegen 12.30 Uhr. Machen wir mal 12.30 Uhr morgen. Ich setze mich jetzt nochmal ein bisschen ans Thumbnail, an die Infobox, weil ich euch ja da immer versuche, alles zu verlinken, was ich im Vlog erwähne. Und dann muss ich gleich auch nochmal ein bisschen ausformulieren für meine Hausarbeit. Ich habe heute Stichpunkte geschrieben und das will ich dann heute ausformulieren. Mein Gott, Leute, dieser Muskelkater. Ist echt nicht mehr lustig. Mein Laptop hat keinen Akku. Ich muss mir bald auch mal einen neuen Laptop kaufen. Ich würde mir echt gerne eigentlich einen iMac holen. Es ist einfach aber ein bisschen unpraktisch, weil ich ja weiß, ich werde innerhalb des nächsten Jahres umziehen. Und da ist natürlich so ein Laptop ein bisschen praktisch. Eigentlich ist es auch egal, oder? Ja, muss ich mir mal drüber Gedanken machen. Es ist einfach echt mit den ganzen Programmen, ist das echt anstrengend, ne? Dass ich halt einfach YouTube, Uni-Stuff, alles auf einem MacBook habe. Das ist ein MacBook Air, der auch noch sehr wenig Leistung hat. Es macht halt absolut keinen Sinn. Vorne und hinten macht das einfach keinen Sinn. Aber gut, ich werde jetzt gleich auch irgendwann einfach nur noch duschen, werde mich dann vielleicht nochmal mit dem Laptop dann ins Bett legen und ein bisschen ausformulieren. Und dann ist auch schon wieder dieser Tag zu Ende. Ich bin so stolz auf mich. Ich war vorhin einkaufen und ich habe mich einfach zusammengerissen, weil ich kenne diese Tage, wo ich sage, okay, heute ist ein Tag, wo ich bingen könnte. Ich merke das einfach schon, wenn ich aufwache und so den ganzen Tag so dieses schlechte Gefühl in mir habe, dass ich heute bingen könnte. Und ich habe da heute einfach komplett gegen angekämpft. Jeder Tag, an dem ich nicht binge, ist für mich wirklich ein Erfolg. Man muss das wirklich so Day by Day nehmen. Und ich war im Supermarkt und ich habe nicht ein Lebensmittel gekauft, der mich halt eben immer, der einen Binge triggern kann. Ich kenne das bei mir selber und das löst dann immer bei mir einen Binge aus. Das kann zum Beispiel sein, mein Vater ruft an. Das kann zum Beispiel sein, eine Chipstüte oder irgendwie, weiß ich nicht, eine ganze Box Kinderriegel oder so. Hallo? Ja, ich war auch noch bei Action. Ja, cool, hab ein paar Tücher gekauft, Sachen fürs Bad, also so Putzsachen. So, Leute, ich bin hier gerade am Frühstücken und ich schaue dabei Ex on the Beach. Das ist also wirklich, wenn ihr Trash-TV mögt, das ist das Trashigste vom Trashigsten, was es gibt. Also wirklich noch... Ja, ungefähr auf einer Stufe, so mit Are You The One ungefähr. Aber es ist unterhaltsam, muss man einfach zugeben. Und ja, ich esse hier einfach Wassermelone. Zuerst snacke ich die und dann gucke ich mal, was ich gleich noch esse. Vielleicht noch einen Toast oder so. Guten Morgen, Leute. Ich habe mich gerade komplett mit Selbstbräuner eingeschmiert. Und ich dachte, ich zeige euch mal, was ich dafür verwende. Fürs Gesicht, Moment, verwende ich immer hier von Bali Body das Face Tan Water. Das habe ich bei Polish bestellt. Und als Selbstbräuner benutze ich momentan diesen von Garnier, den Natural Bronzer.
Der ist leider nicht so stark, wie ich das gerne hätte. Der ist vielleicht nicht so stark, aber echt praktisch, wenn man zum Beispiel morgens noch sagt, ich will jetzt noch einen schnellen Bräunungseffekt, weil man muss den nicht abwaschen. Das ist echt praktisch an dem. Das heißt, man kann den auch so last minute drauf machen und dann verdunkelt der sich auch dann noch über den Tag. Leute, ich war gerade unterwegs und habe mir auf dem Weg einen Bubble Tea geholt. Ich hatte so Bock heute, es ist so heiß. Ich bin auch heute in so einem kurzen Kleidchen rausgegangen. Muss man sich erstmal wieder dran gewöhnen. Habe ich mir auf dem Weg hier diesen Mango Green Tea geholt. Ich meine, Mausi, was willst du? Maracuja Boba. Hör auf. Ich habe so lange gebraucht, bis sie hier standet. Gut. Jetzt macht die Katze hier alles kaputt. Geh mal weg, bitte. Irgendwie sind hier wenig Bobas dran. Weißt du, was ich gut finde? Der ist irgendwie nicht so übel süß. Also ist auf jeden Fall Zucker drin, aber schmeckt nicht so überzuckert. Oh Leute, ich bin nicht für dieses Wetter gemacht. Und wenn ich heute auch noch arbeiten muss, boah, unter der Maske, ne? Ich habe halt meine vollen Tage, habe ich schon gemacht diese Woche, zum Glück. Und jetzt müsste ich vielleicht nur für ein paar Stunden halt noch aushelfen kommen. Aber steht auch noch nicht fest, also chill ich jetzt erstmal. Ich habe gleich, so in 1,5 Stunden habe ich noch eine Vorlesung. Und das ist dann die letzte Vorlesung dieses Semester. Ich bin einfach durch mit einem weiteren Semester. Was heißt, ich bin durch? Ich bin erstmal mit den Vorlesungen durch. Und jetzt kommen die Klausuren, die Abgaben. Also eigentlich jetzt kommt das Schlimmste vom Semester. Man hat ja nur noch einen Monat. Nur noch einen Monat. Dann bin ich fertig mit dem 4. Semester und dann bin ich auch schon durch mit mehr als der Hälfte von meinem Studium. Und wenn ich mit dem Semester durch bin, heißt das, ich studiere nur noch ein Jahr und dann bin ich fertig. Das ist krank, oder? Es ist krank, wie schnell das einfach geht. Ich komme gar nicht klar. Ist es bei euch auch so, dass es so krank? Also die Zeit fliegt irgendwie weg. Wisst ihr, was ich meine? Und jetzt hoffe ich, dass ich vielleicht noch ein normales Semester haben werde. Wie wird man sehen? Vielleicht werde ich doch noch ein Semester mit normaler Uni haben. Das heißt mit Präsenzveranstaltungen, mit Uni-Veranstaltungen und so weiter. Genau, ich habe mir eben noch ein Brötchen geholt. Und ich habe mir, weil ich, ich habe so ein Fotoshooting geplant. Das werdet ihr bald auf meinem Insta sehen. Da habe ich mir einmal hier so eine Decke für geholt, als Picknickdecke. Die Decke ist von Kick. Und dann habe ich dort noch diese schönen Gläser gefunden. Die sind halt perfekt als Requisite so für das Fotoshooting, dass man da irgendwie, weiß ich nicht, Sekt oder sowas reinpackt. Ja, und dann werde ich die halt natürlich einfach zu Hause dann weiterverwenden. Und dann habe ich noch ein Glas geholt, einfach nur für meine Wohnung. Das ist einfach eine gute Größe, mir gefällt das so von der Optik her. Ja, habe ich bei Kick mitgenommen. Oh Leute, ich habe mich jetzt fertig gemacht für die Arbeit und ich muss sagen, ich will es heute ja einfach mal gar nicht, weil ich bin heute Morgen von einem Paket geweckt worden und habe mir jetzt schon einen Kaffee reingeballert. Es ist halt auch so heiß heute draußen. Das heißt, es wird wahrscheinlich richtig voll. Ich werde wahrscheinlich komplett sweaty und tot wieder zu Hause ankommen. Ich muss zum Glück heute nicht die ganze Schicht machen, sondern ich helfe heute nur ein paar Stunden. Ich hoffe, dass ich nach 3 Stunden wieder nach Hause kann. Müsste eigentlich sein, so 2-3 Stunden. Oh Mann, ey. Leute, ich muss so viel für die Uni machen. Ich bin aber auf jeden Fall weitergekommen heute, also ja, es wird langsam. Ich habe heute mit einem Fach angefangen, wo ich noch gar nichts für gemacht habe, deswegen das war auf jeden Fall nötig. Und schaut mal, heute habe ich keine Extensions drauf. Das hier sind meine echten Wimpern, wenn ich die wirklich gut biege und tusche. Und wenn ich halt ein Wimpernlifting hätte, ne, dann würden die ja immer so aussehen. Und das wäre eigentlich mein Goal.
Deswegen glaube ich, nach der Klausurenphase, ja, mache ich mir mal ein Wimpernlifting, weil, ne, ihr seht, meine Wimpern sind lang, halt eben auch durch Wimpernserum. Ich verwende das Revita Lash, das kann ich euch auch in meine Infobox verlinken. Und als Mascara immer die Paradise Lash von L'Oreal in Wasserfest. Die ist Bombe. Leute, ich wünsche euch einen guten Morgen. Ich habe gestern gearbeitet bis 10 Uhr und das wird wahrscheinlich heute auch nicht anders sein. Ich wollte euch einfach mal Bescheid geben, Leute. Ich habe endlich einen Impftermin. Boah, ich bin so excited. Ich stand die ganze Zeit auf der Warteliste und habe jetzt meine erste Impfung tatsächlich schon nächste Woche. Nächste Woche Dienstag, einen Tag nach meinem Geburtstag. Maus! Also am Montag habe ich Geburtstag, am Dienstag habe ich meinen Impftermin. Und dann habe ich Ende Juli erst meinen zweiten Impftermin. Das heißt, ich bin erst Mitte August, sind dann noch diese 14 Tage um. Und was ihr bedenken müsst, ne, ich bin halt Prio. Das heißt, also bis alle geimpft sind, boah, das wird wahrscheinlich noch einen Moment dauern. Das ist natürlich, glaube ich, auch bei jedem Impfzentrum anders, ne. Aber ich bin echt froh, dass ich jetzt endlich einen Termin in Aussicht habe, weil ich denke mir so, also wenn ich als Prio schon so lange warten muss, dann wird sich das alles noch ein bisschen ziehen. Ja, auf jeden Fall, wollte ich euch da nur mal Bescheid geben. Weil ich finde, es ist einfach schön zu hören, immer mehr Leute werden jetzt geimpft. Immer mehr Leute bekommen jetzt Impftermine. Und so, ich freue mich halt für jeden, der da irgendwie die Chance hat. Und ich finde es vor allem gut, jeder, der diese Chance auch wahrnimmt. Weil ich finde, jede Person, die sich halt impfen lässt, die trägt halt dazu bei, dass ja, immer mehr Normalität halt auch eintreten kann. Deswegen finde ich das halt immer schön zu hören, wenn Leute Impfbereitschaft zeigen. Genau, das wollte ich hier nur einmal thematisieren. Genau, und ich habe jetzt den Tag über, dass ich heute eine Insta-Story filme. Ich zeige euch heute ein Gloss. Das habe ich euch schon mal gezeigt in Cool Blond, wer das mitbekommen hat von Shine. Das sind echt Hammerprodukte und jetzt teste ich das halt mit den braunen Haaren in Smoky Brown. Und ja, da bekommt ihr eine Insta-Story mit Code. Wenn ich das hochlade, ist der wahrscheinlich leider nicht mehr gültig. Also folgt mir auf jeden Fall auf meinem Instagram, Ilona Nurov, zusammengeschrieben, damit ihr auch immer die Codes mitbekommt. Damit ihr auch immer aktuell alles mitbekommt und auch dann die Codes benutzen können, solange sie noch aktuell sind. Oh mein Gott, Leute, ich bin 22. Heute war ein sehr schöner Tag. Ich war mit einer Freundin in der Stadt unterwegs und ich dachte, ich zeige euch mal eine Shorts, die ich mir bei H&M gekauft habe. Ich finde nämlich, dass das eine richtig coole Shorts für den Sommer ist. Das ist echt einfach so eine ganz dünn geschnittene schwarze Shorts. Die sieht fast schon aus wie ein Rock. Und das feiere ich so an der. Die ist halt sehr, sehr locker. Kann man im Alltag kombinieren, aber halt auch so strandurlaubmäßig. Und ich muss ehrlich sagen, mehr habe ich mir auch nicht geholt. Wir waren bei Peter Pane. Das war unglaublich lecker. Da muss ich auf jeden Fall öfter mal wieder hin. Und ansonsten ist halt heute auch ein ganz normaler Tag, ne? Das Wetter hat absolut mitgespielt. Es waren heute komplett sonnige 26 Grad. Ich hatte heute mein neues Sommerkleidchen an von Chiquelle und hatte auch Extensions drin. Ich habe es jetzt alle schon rausgeholt und so, weil ich war jetzt schon seit einer Stunde wieder zu Hause, habe jetzt den Wochenvlog für euch geschnitten, weil der morgen online gehen soll. Genau, und ich will das halt so ein bisschen vom Tisch haben, weil ich jetzt halt diese Woche auch keine Vorlesung mehr habe. Das heißt, ich kann jetzt diese Woche wirklich auch mal mit den Hausarbeiten abschließen. Ich will diese Woche die Hausarbeiten fertig bekommen, sowie halt eben auch, ja, natürlich für die Klausur lernen. Deswegen Wochenvlog vom Tisch bekommen. Und dann bin ich gespannt auf die Klausur am Montag. Oh Mann, Leute, ich habe wirklich ein bisschen Angst. Das ist eine Open-Book-Klausur von zu Hause. Und ich bin wirklich noch nicht so im Thema drin. Deswegen, we will see. Aber auf jeden Fall
Ja, ist das mein Geburtstag. War echt ein schöner Tag, aber jetzt, ich habe halt immer, jetzt mit der Uni habe ich immer Geburtstag in der Klausurenphase. Das heißt, so wirklich feiern gibt es gerade nicht. Nach meiner Klausur möchte ich auf jeden Fall mal feiern gehen. Die Clubs haben jetzt wieder offen. Es ist ein bisschen weird, ne? Man tanzt dann so mit Maske auf der Tanzfläche. Aber die Zeiten verändern sich, ne? Was soll man sagen? Und ja, dann werde ich wahrscheinlich irgendwann nächste Woche am Wochenende mal feiern. Und es ist halt, es hat dann auch eigentlich nicht mehr viel mit meinem Geburtstag zu tun. Aber ich freue mich trotzdem, ja, dass die Clubs jetzt halt auch wieder öffnen dürfen. Und man irgendwann mal wieder in den Club kann. Man ist es gar nicht mehr gewöhnt, ne? Aber ja, an dieser Stelle beende ich dann auch den Wochenvlog. Ich hoffe wirklich sehr, dass er euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann beim nächsten wieder. Tschüss!